Stefan Bogner. Heute sprechen zu können. Stellt euch vor, ihr geht zu einem Verlag oder zu einem Automobilhersteller und sagt, ich will ein total neues Automagazin machen, so mal was ganz anderes. Aber kommt kein Auto drin vor. Ja, dann habe ich gesagt, okay, ich mache es einfach mal selber. Heute ist also Curves ein Automagazin ohne Autos oder ein Reisemagazin für Leute, die wahnsinnig gerne in den Bergen rumfahren, mit dem Auto, mit dem Motorrad, mit dem Fahrrad oder auch mit dem Skateboard. Wir sind jetzt im fünften Jahr, haben dann wahrscheinlich ja, 8 Ausgaben gemacht und ich erzähle, wie es angefangen hat und wo es heute steht. Mein Hauptberuf ist nicht das Magazin, ich bin Partner in der Designagentur, die ich selbst gegründet habe vor 22 Jahren und da bin ich Kreativdirektor. Das ist übrigens der Gotthardpass, eine super Straße, da haben die einen riesen Tunnel durchgebohrt, die meisten fahren unten durch. Das ist Kopfsteinpflaster und sie heißt auch die Tremola, also das Tal des Zitterns. Also wenn man da drüber fährt, weiß man wieso. Die Frage ist, wo fängt so eine Idee an, wo hört die auf? Ich bin immer viel in den Bergen unterwegs gewesen, ich bin aus München, wir fahren viel Ski, gehen wandern. Und 1986, da bin ich jetzt nicht geboren, sondern da habe ich meinen Führerschein gemacht. Und 1986, das war, wenn du einen Führerschein hattest, das war die totale Unabhängigkeitserklärung. Ja, also ich habe den Schlüssel genommen und dann war ich erstmal weg. Also vor allem weg von den Eltern, das ist so typisch. Und wir haben Freundinnen, Freunden viele Roadtrips gemacht, unzählig gut Mixtapes eingeworfen und hatten einfach wahnsinnig viel Spaß. Und es gibt so ein Bild, das ich heute noch habe, wenn man so bei 100 das Fenster runterkurbelt und die Hand so rauslässt. Jeder kennt das, glaube ich, ja. Das ist so ein Zustand, den habe ich heute noch. Also wenn ich in ein Auto reinsteige, bin ich eigentlich automatisch immer im Urlaub. Ein paar Jahre später, Realität, habe ich dann Industriedesign studiert und habe mit 2 Kommilitonen dann eine Designagentur gegründet. Faktor Produkt gibt es heute noch. Wir sind 22 Jahre alt, arbeiten für große Marken und machen so Dinge für den täglichen Gebrauch. So wie Schwan-Stabilo-Stifte, kennt ihr vielleicht. Ja. Fischer-Skischuh, wer in den Bergen unterwegs ist, Fahrräder, machen sehr viel Kultur, auch ein bisschen Food für Dallmayr, machen aber unter anderem auch Reisemagazine für Marco Polo, Mer de Mont, einer der größten Reisemagazinhersteller. Geht's zurück? Ja. Jeder weiß in einem alltäglichen Leben, du gehst in der Früh rein, kommst am Abend raus, hast ungefähr 150 E-Mails beantwortet, 50.000 Mal telefoniert, 2 Präsentationen gehabt, Team-Meetings, Job gemacht, ja, voller Alarm. Wenn du nach Hause gehst, schaut so aus. Ich liebe meine Kinder und meine Familie, ja, ich habe 2 Jungs, sind schon ein bisschen älter, aber die sind eigentlich permanent auf dem Kriegspfad. Und da ist dann die Frage, wo gibt es eigentlich einen Ort, wo man seine Ideen hat und seine Ruhe hat? Und da bin ich genau wieder da, beim Auto. Also wenn ich ins Auto steige, das ist total meine Komfortzone. Ja. Also das ist der einzige Ort, muss ich wirklich sagen, den ich total unter Kontrolle habe. Und ja, ich höre da Musik, ich fahre auch ab und zu mal einen Altschalter rum, nur um ein Album zu hören. Weil zu Hause, wenn du die Anlage anmachst, das kannst du total haken. Ab 9 Uhr die Nachbarn, vorher geht nicht. Und ich habe da auch wahnsinnig viele Ideen, ich habe da immer Skizzenbücher drin und mal ganz viel. Und ab und zu parke ich einfach auch mal und der Stau stört mich jetzt eigentlich auch nicht. Und vor 10 Jahren bin ich dann mit meinem besten Freund Michi einfach gesagt, hey, wir müssen mal wieder länger reden, lass uns doch mal einen Trip machen. Und dann sind wir in die Berge gefahren, einfach mal so drauf los, einfach so das Fahren um des Fahrens willen, einfach ein bisschen essen, ein bisschen quatschen, ein bisschen die Landschaft schauen, ein bisschen wandern. Schaut dann so aus. Und man ist ja so Designer, man hat ja schon viel gesehen. Und irgendwann mal stehst du dann da und sagst, hey, da gibt es ganz schön viel Radlfahrer und da gibt es ganz schön viel Autofahrer und Motorradfahrer gibt es auch. Und es gibt aber überhaupt kein Magazin dafür. Also du schaust da so den Denzel Alpenreiseführer, das ist so ein deutsches Buch aus 1928, da wird die Straße beschrieben, ja,
der Schotter. Oder es gibt halt Motorradreiseführer, da geht es halt echt nur um Schnellfahren. Und ich habe gedacht, hey, es geht eigentlich nur um unterwegs sein und Spaß haben. Und dann habe ich gedacht, okay, so, jetzt mache ich mal ein Automagazin ohne Autos. Und zwar so, ich mache ein anderes Reisemagazin, Automagazin ohne Autos, mache das komplett ohne Kundenauftrag, weil ich weiß, wenn man das macht, ja, mit Kundenauftrag, dann kommt sowas nie dabei raus, ja. Und ich mache das mal ultra dicht und gegen alle Regeln. Also ich bin in der totalen Supernische. Dann habe ich gedacht, nenne das Ding doch einfach Curves, ja, ganz simpel. War sogar noch frei. Soul for Driving kam ein bisschen später. Der Name hat ein großes Problem gemacht. Später komme ich nochmal drauf. Und dann ging es eigentlich schon los. Konzept ganz einfach. Wer kennt die beiden? Ich hoffe es. Links Quentin Tarantino und Sofia Coppola. Und da habe ich mir gedacht, die Story, also wenn man die Story schreibt, müsste sie so geschrieben sein, als wenn die beiden im Auto sitzen und sich 5 Tage unterhalten. Die kannst du auch auf dem Schiff tun, aber im Auto ist vielleicht auch ganz interessant. Und vom Gestaltungskonzept ist es eigentlich auch ganz einfach. Er ist so der bolde Typ, ja, so, aber schon so episch. Und Sofia Coppola ist so die ganz feine Scarlett Johansson im Bett mit Bill Murray, Feenstaub. Und deswegen von der Gestaltung eigentlich auch ziemlich simpel. Ich habe eine Schrift gewählt, ging dann ganz einfach. Greta, der Name würde auch passen. Also das Gestaltungsrezept war innerhalb von, glaube ich, 5 Minuten fertig. Dann habe ich gesagt, okay, man muss das monothematisch machen, weil man möchte entweder nach Frankreich fahren oder nach Italien oder in die Schweiz. Dann mache ich das, dass das 5 Tage geht, weil 5 Tage kann sich jeder rausschneiden aus dem Alltag. Ja? Wenn ich heute meiner Frau sage, du, ich muss 5 Tage weg, dann geht das so gerade. Also das Magazin, muss ich uns mal, wenn ich sage, wenn ich das in 14 Tage gemacht hätte, dann wäre das nicht, wird sie es nicht, glaube ich, verkaufen. 5 Tage geht immer, also 5 Tage reisen. Und so ganz, ganz wichtig habe ich bei Mer du Mor beim Verlag gelernt, Karten. Wir hatten gestern auch einen super Vortrag vom Herbert über Kartografie, A, Verortetes. Und es gibt einen bestimmten Nutzwert. Und bei dem Magazin ist es so, oder generell beim Magazin, wenn du jetzt ein Magazin kaufst, hast du schon mal gewonnen, hast schon mal Geld verdient. Wenn du ein Magazin liest, ist schon mal auch super, weil es gibt Magazine, die liest man nicht, die schaut man nur an. Dann, wenn man ein Magazin nicht wegschmeißt, sondern wenn es im Regal ist, dann bist du schon richtig gut. Und richtig, 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 richtig gut bist du, wenn du das Ding immer wieder rausziehst. Ja, rein, raus, rein, raus. Und bei Curves ist es ziemlich einfach, weil bei den Bergen, da verändert sich ja nichts, die Straßen auch nicht, Landkarte auch nicht und man plant eigentlich damit. Hat mir sehr geholfen, habe ja gutes Feedback. Und Fotografie, ich hatte ja kein Budget, habe gesagt, ich mache das einfach selber. Habe mit Fotografen gesprochen, mit denen ich viel gearbeitet habe. Das war mega kompliziert. Ich habe gesagt, du pass mal auf, ich habe echt wenig Zeit, weil ich mache das nämlich im Urlaub. Maximal 7 Tage sind wir unterwegs, inklusive Wetteroption, fahren 2000 Kilometer Alpenstraßen, stehen um 5 Uhr auf, gehen um 10 ins Bett und müssen schauen, dass wir keine Autos fotografieren auf den Straßen, dass die immer leer sind. Und ich brauche alle Rechte, ich brauche es möglichst billig, weil ich muss es ja selbst finanzieren. Okay, das war dann irgendwie indiskutabel irgendwann mal. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich es halt einfach selber. Ich habe ein bisschen fotografiert früher immer und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich ein bisschen reinspliffen. Ich hatte einen guten Freund, der Fotograf ist, der hat mir das ein bisschen mehr und mehr und mehr beigebracht. Das ist auch immer besser geworden. Und Geld, man muss es finanzieren. Ich habe gesagt, okay, ich nehme jetzt mal 10.000 Euro von meinem Sparkonto, um das einfach zu machen. Also einfach, um es zu drucken, dass mir keiner reinquatscht, dass ich es einfach mache. Ich habe einen guten Texter gehabt, dem habe ich ein bisschen was gegeben, habe gesagt, lass es uns einfach auch mal ausprobieren. Und klicken tue ich das einfach, also wir machen nur eins im Jahr, fotografieren so im Frühjahr und im Herbst und klicken irgendwie, wenn es Winter ist, ja, und die Kinder im Bett sind. Und wenn man so einen Jahrzyklus hat, dann kann man sich mal 3 Monate Layout rauslassen am Abend. Das ging aber viel schneller. Genau, und dann habe ich überlegt, gut, es muss total hochwertig sein. Ich habe jetzt beim Soda liegen ein paar 250 Seiten, richtig schönes Papier, dick eingebunden, so richtig Wumms, schwer. Ein bisschen digital muss es aber auch sein, weil was mache ich eigentlich zwischen Ausgabe und Ausgabe? So ein Jahr zu füllen ist schon echt ein bisschen heftig. Ich habe gesagt, okay, mache ich halt auf dem Blog. Das macht man ja jeden Tag, kriegt man schon irgendwie hin. Ist dann auch nicht leicht, weil Content kills. Gut, so schaut es aus. Ich habe einen kleinen Film vorbereitet. Das ist die Österreicher Ausgabe, das ist nicht die erste Ausgabe. Thank you.
Also wenn man antizyklisch unterwegs ist, ist echt niemand auf der Straße, ist dann nicht so schwer. Ich habe das dann einfach mal gedruckt, Gott sei Dank gab es Digitalprint, 10 Stück. Habe mir gedacht, okay, ich gebe das jetzt mal den wichtigsten Menschen und sag mal, schau mal, was die so sagen. Und die haben mir gesagt, also Journalisten, ja, krass, interessant, aber wenn du da 3 Stück verkaufst, machen wir eine Flasche Shampoos auf. Dann habe ich mir gedacht, ja, ist wurscht, ja, dann erst recht. Und, kurz, das habe ich vergessen, das ist der Blog dazu. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie muss das Ding jetzt in den Handel bringen, weil da hat natürlich überhaupt kein Mensch drauf gewartet. Und habe gedacht, jetzt muss man wirklich einen Vertrieb suchen, weil ich bin jetzt nicht derjenige, der neben der Agentur noch irgendwie, ja, wie gestern schon mit dem Hacken-Porsche rumfährt und sagt, hey, hier ist mein Magazin und Lesungen macht und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, überlegst du einfach mal einen Partner zu nehmen, suchen. Bin ich in die Verlagshäuser gegangen. Ja, Realität. Am Schluss haben wir gesagt, hey, no risk, no fun. Die sagen, okay, risk erstmal gar nicht und fun auch nicht. Ja. Ja, stehst dann da, aber es hat mich total angespornt, ja. Und ein befreundeter Rennfahrer hat das haben wir einfach durch Zufall gezeigt, das ist ja total cool. Du solltest mal mit Mercedes sprechen oder solltest auch mal mit Porsche sprechen, mit VW. Und ich sagte, gut, bin ich zu Porsche gegangen. Das Gespräch hat 3 Minuten gedauert. Ich gesagt, ja, ist schön, aber das ist echt nichts für uns. Dann bin ich zu Mercedes gegangen und hat mich ein 25-jähriges Mädchen von der Pforte abgeholt. Da habe ich gedacht, okay, das kannst du eigentlich auch gleich haken. Dann hat sich die das angeschaut, also in einem, das weiß ich noch, der Besprechungsraum war brutal. Der war so, keine Ahnung, das war jetzt gar nichts. Und da habe ich schon gesagt, jetzt kannst du total vergessen. Dann blättert die das durch und sagt, das ist ja total cool, was brauchst du denn dafür? Das unterstützen wir, das Ding. Und ich so, okay, interessant, why? Ja, wenn wir eine Anzeige reinmachen und sonst gar nichts drin ist, machen wir das. Ich so, super. Und übrigens, gleich zur Vertriebsfrage, hier ist die Karte von Edwin Baske vom Telios Glasing Verlag, der macht für uns die Corporate Publishing Sachen, ruf den mal an. Ich so, super. Telios Glasing ist so ein ziemlich großer Verlag, Wassersport, Auto, macht auch gute Sachen, ein bisschen verstaubt, wird ein bisschen jünger jetzt gerade. Und ich habe Edwin getroffen, das ist so ein Seebär aus Hamburg, 55 plus, der hat mir so die Arme um die Schulter gelegt, sagt, Mensch, Bogi, ein Automagazin ohne Autos, schauen wir mal, wo das hingeht. Ja, aber wir haben es in den Handel gekriegt, ich so, super, Magazin gedruckt, 7.500 Auflage, war im Handel, ging ganz gut an. Ich habe das Ding auch geschützt mit dem Anwalt, mit dem wir viel arbeiten, für Schwan Stabilo weltweit. Also, der kennt sich echt aus. Und dann kam eine Mail von denen hier. Ja. Und ich habe gesagt, hey, hast du dein Research nicht richtig gemacht? Also, was ist das Problem? Ja, das ist ein Fitnessbude in El Paso, Texas. Ich so, okay, ja, was ist das Ding? Hab das gegoogelt, ja, hab so ein Pickup gesehen von so einem kleinen Haus. Ich gesagt, okay, ja, was ist das, Fitnesskette? Ja, nicht zu unterschätzen, drittgrößter Franchiser der Welt. Ha? Nummer 5 ist McDonald's. Wir können uns echt warm anziehen. Dann habe ich gesagt, okay, wir machen das einfach so Owner-to-Owner-mäßig. Ich rufe den einfach mal an und sage, hey, ich mache ein Automagazin, du machst Fitness. Also die machen nämlich auch so Bücher oder so Fitness-Training-Bücher. Wir einigen uns schon. Das waren die 6 krassesten Wochen meines Lebens. Ich habe den nicht an die Strippe gekriegt. Ich habe E-Mails bekommen, dass ich den nicht anrufen soll. Und Gerichtsstand wäre London gewesen, totales Worst-Case-Szenario für Markenrecht und sowas. Letztendlich, und die Magazine waren bereits ausgeliefert, verkauft, wenn der mit einer Einstweiligen Verfügung kommt, dann kannst du einpacken, auch vor deinem Sponsor, vor deinem Vertrieb, kannst ein Loch suchen und einfach reinhüpfen. Wir haben uns aber Gott sei Dank relativ schnell geeinigt dann, oder nicht schnell, nach 6 Wochen, und dann ging es weiter und da ging es echt super weiter. Ich hatte eine wahnsinnig gute Presse. Das ist nur ein Teil, sogar die New York Times hat mal, das Magazine hat mal drüber geschrieben in ihrem Blog, obwohl das ja nur auf Deutsch ist. Und das Ding hat sich verkauft. Ja. Und da habe ich gedacht so, hui, super. Muss ich jetzt gleich mal eine zweite machen?
Und vor allem, wenn sich sowas verkauft, die ganze Autoindustrie und die Werbeagenturen, die dahinter stehen, die schauen sich sowas an und sagen, hey, wenn das geht, dann geht das auch für uns. Und dann haben wir gedacht, okay, Audi kam dann nämlich auch so mit so einem Manual daher, was dem wahnsinnig ähnlich war. Da habe ich gesagt, okay, jetzt muss es irgendwie weitergehen und jetzt muss ich mir was überlegen, was das so einzigartig macht. Und ich habe ein bisschen Geld verdient und da gibt es noch eine Möglichkeit, das sind Luftaufnahmen. Das ist mittlerweile mein Lieblingsheli. Also ich habe ihn nicht gekauft, aber auch eine Autofirma wie eine große. Wenn du als Fotograf daherkommst und sagst, ich brauche einen Heli, dann sagen die, ja, weil sowas kostet so 35 bis 45 Euro pro Minute. Und ja, der Vorteil, das Ding fliegt aber 280, ja. Du bist also, wenn du die Dolomitenrunde abfliegst, kannst du 8 Pässe in 100 Minuten machen. Und ja, also man macht die Fotos nicht bei 300, aber man fliegt halt von A nach B mit 300. Und da habe ich mir gedacht, Karl Lagerfeld hat gesagt, man muss das Geld zum Fenster rausschmeißen, dass es zur Tür wieder reinkommt. Und genau, ja, echt ein guter Satz. Und so schaut es aus. Ich habe einen kleinen Film vorbereitet. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich keine Fotografen habe, sondern dass ich es selber mache. Das ist echt raus aus dem Büro. Ist extra cool, also es war auch wirklich sehr kalt. Ich mache jetzt gerade ein Buch über verschneite Straßen. Schauen wir mal, wo es hinführt. Und das ist echt der Kick. Also du steigst aus, bist gesichert, fällst eigentlich raus, hält dich das Seil. Und man kriegt natürlich Fotos hin, die kriegt man mit der Drohne nie hin. Ja. Meine Drohne, bis sie da oben ist, ist der Akku leer. Und ich gönne mir auch bei jedem Flug die magischen 45 Euro. Und zwar sitze ich da draußen und mache kein Foto. Weil es ist ein Wahnsinnserlebnis. Ja, die haben wir gleich mal mitfotografiert für Fischer. Da haben wir einen Turnschuh gemacht. Die waren zufällig unterwegs. Da habe ich gesagt, nehme ich gleich mit. Ja. Ja, ist Zufall. Sie haben es, glaube ich, aber nicht als Key-Visual hergenommen. Das ist auch in der Schweiz, ist auch übrigens gleich nachher der Pass, den ich vorher gezeigt habe. Ich habe diese Pässe im Sommer fotografiert, jetzt auch im Winter. Was interessant ist, diese Straßen sind ja 8 Monate nicht befahrbar. Und das wollte ich auch mal dokumentieren, was da passiert und was eigentlich total ästhetisch ist, ist, dass es einfach nur eine Linie ist, also eine reine Grafik. Und das Schöne ist, man sagt den Leuten einfach nur nach rechts, nach links, nach oben, hat dann so ein Headset und ja. Also am Schluss sind die Finger eingefroren, die Kamera auch. Also sie hat das größte Problem, dass die Technik dann irgendwann mal wieder funktioniert, weil mit Wind und so hast du halt da 35 Grad minus. Und das finde ich eigentlich dabei eigentlich das Schönste, ja. Es ist so, auch wenn man so irgendwo Menschen verlassen, Städte, was bleibt davon übrig? Und das ist genau die Straße von vorher im Schnee. 8 Meter Schnee gibt es da drauf. Ja, und man kriegt natürlich Bilder. Und man kriegt natürlich Bilder, die sind fantastisch, ja. Und ich verkaufe die auch. Es gibt auch Leute, ach, das ist ja, das ist übrigens der Rhone-Gletscher da oben. Der geht dann noch ungefähr 3 Kilometer weiter runter, jetzt nicht mehr. Und das ist auch geschichtlich ganz interessant. Hier wurde auch Goldfinger gedreht. Und es gibt Leute, die wissen das und sagen, ich hätte ganz gern dieses Bild als Big Print. Dann verkaufe ich es denen. Die sind dann ganz froh. Und dann hat man irgendwann mal auch ganz schnell seinen Heliflug wieder drinnen. Also von daher ist Karl Lagerfelds Zitat super gut. Und es ist auch einzigartig und macht wahnsinnig Spaß. Und ich bin auch wirklich der Einzige, der es macht. Also ich habe mir diesen Vorsprung erarbeitet. Und jeder, der es jetzt nachmacht, auch aus der Autoindustrie, ja, der ist halt der Zweite.
Ich habe da noch zwei Magazine gemacht, also ich habe da Frankreich gemacht, war die erste, Schweiz die zweite, Mercedes ist relativ schnell wieder ausgestiegen, weil sie gesagt haben, ist doch sehr nischig. Ich habe mich mit der zweiten dann mit Dunlop geeinigt, die machen auch Fahrradreifen und dann habe ich gesagt, super, aber es ist immer so ein Hin und Her, ja, es war so gerade finanziert, dann wieder nicht, dann wieder her. Und zur Produktion vielleicht, ich bin eine Woche unterwegs mit Fotografieren, man wählt eine Woche ungefähr am Abend immer aus, die Bilder, man layoutet circa eine Woche. Und dann habe ich einen guten Freund, der macht die Litho und das ist das Team und ein Texter. Also wir machen es letztendlich zu dritt, was das Ganze auch wirklich finanziell ganz gut macht. Und man ist auch schnell, man ist auch einer Meinung, es gibt nicht viel Diskussionen und das ist ja auch, man muss das Ding ja nicht neu erfinden. Und dann kam irgendwann mal ein Kontakt über einen Freund und da ist jetzt die ganz große Frage, verkauft man jetzt seine Seele oder nicht? Ich bin zu Porsche eingeladen worden, um über das Thema zu sprechen. Und ich hatte im Auto hingefahren, nicht mit dem Zug, das Bild von zwei Kindern auf der Schaukelwippe. Ja. Also ich hatte das mit meinem Sohn. Und wenn das Gleichgewicht zwischen dem Partner und dir so ist, wie wenn die Kinder auf der Schaukelwippe eine gute Zeit haben und gleich schwer sind, dann sollte man das tun. Und ich bin da rein. Die Marketingabteilung, ich war da mit Abstand der Älteste, also das hätte ich jetzt auch nicht erwartet und war da mit einem Team zusammengesessen, die waren zwischen 25 und 40 und dann habe ich auch gesagt, das Geld steht bei mir nicht im Vordergrund, ich möchte, dass wenn wir das zusammen machen, dass wir uns gut verstehen, dass wir ein Bier trinken können und in die Berge fahren können und wir machen es jetzt zusammen 4 Jahre, wir haben eine Kooperation seit 4 Jahren, machen es dieses Jahr auf alle Fälle noch, haben 6 Magazine produziert. Wir waren jetzt in eben Österreich, Schweiz, Italien, in den Pyrenäen. Frankreich habe ich 3-mal neu produziert, weil ich es unbedingt machen wollte, wegen der Fotoqualität. Und jetzt waren wir auch in Kalifornien. Gibt es nicht so viele Kurven, aber vielleicht ist einfach die Erdoberfläche eine Kurve. Wir machen es jetzt auch Deutsch-Englisch. Es wird weltweit vertrieben. Und ich habe auch so eine Fangemeinde auf der Website von Japan bis zu England, Amerika, was echt toll ist. Und unterschiedlichste Leute, die 90 sind und sagen, hey, ich hab da Erinnerungen an meine erste Hochzeitsreise, bis hin zu Skater-Typen, die sagen, deine Karten sind ungenau, wenn ich um 4 Uhr früh mit dem Longboard da runter donner, wünsche ich mir eine genauere Karte. Also das ist eigentlich richtig, ja, das ist wirklich toll. Man kriegt das Feedback direkt. In der Designagentur kriegst du es nicht direkt, da kriegst du es indirekt, da kriegst du alles direkt. Da schreiben dir auch Leute, dass sie Scheiße finden, ja, da machst du es besser. Es hat sich auch entwickelt, die Geschichte wird ein bisschen anders geschrieben. Und was allerdings das Allertollste ist dabei, ich habe gedacht, ich verkaufe von jedem Magazin vielleicht so 10.000 Stück maximal. Und wir haben jetzt die Zahlen zusammengerechnet und wir haben jetzt 150.000 verkauft, was richtig viel ist und ich bin auch so, dass das so geht und es macht weiterhin wahnsinnig Spaß und es hört da auch nicht auf, das ist auch das Interessanteste, da fing es auch erst an, nach dem Rennen ist vor dem Rennen, das ist so dazwischen passiert, ich habe mir gedacht, ich fahre jetzt nicht im Kreis so rennen, aber hey, was in den Bergen funktioniert, funktioniert doch auf der Rennstrecke auch und habe mir den Nürburgring genommen, das ist so, die Nordschleife ist so die, das ist ja der Renntrack überhaupt, über 20 Kilometer lang, ist wirklich ein Kunstwerk. Und habe gedacht, ich porträtiere die Meter für Meter aus der Ideallinie eines Rennfahrers und jemand, der die 24 Stunden gewonnen hat, der schreibt ein Manual dazu. Also es gibt ja wahnsinnig viel Zeug über Nürburgring, wahnsinnig viele Videos, Tutorials, ja, wie du das Ding fährst, ist eine Teststrecke und so schaut es dann aus. Also für jemand, der sich nie auskennt, das ist total dröge, aber das sind neuralgische Stellen. Wenn ich da nämlich nicht abbremse, da habe ich da vorne ein Problem und es ist dann beschrieben hier, Kilometer Seite 71, Kilometer 6, hier musst du so und so fahren, damit du das gut machst. Interessant haben mir auch Kinder geschrieben, hey, ich bin 10 Sekunden schneller auf der Playstation, wegen dem Buch. Ja? Und ist ein Bestseller geworden, haben wir auch gleich nach Englisch übersetzt.
Und war eigentlich aus Spaß gedacht. Also ich hatte es wirklich gesagt, ich möchte die einfach mal porträtieren, weil die Strecke so toll ist. Die ist ja bemalt von Fans. Ist wirklich ein Kunstwerk. Dann hatte ich das große Glück, ich habe den Marketingchef von Porsche immer so gesagt, hey, was kommt denn so nach einem Turbo? Ja, wir bauen da einen Supersport-Rennwagen, Elektrotechnologie, 3 Elektromotoren, verbraucht 3 Liter, hat 900 PS. Da ich gesagt, hey, kann ich das fotografieren? Ja, so, ja, du bist ja immer so dabei, why not? Das war in der Tiefgarage, der Prototyp. So sind die drauf, ja, also so bauen die Autos. So schaut es aus, also was toll ist, hinten diese Kiste da, ja, da sind Messgeräte drin, damit fahren die auch rum. So schaut der fertig aus. Und ich habe den dann einfach immer wieder gehabt, also das Auto ist streng limitiert, kostet knapp 1 Million. Und habe gesagt dann irgendwann mal, also wir waren ja immer unterwegs, kein Presseauto, Versuchsauto, ich habe es fotografiert. Ich habe dann irgendwann Leute kennengelernt, die mir alte Autos leihen. Und habe gesagt, hey, warum macht ihr da eigentlich kein Buch drüber? Weil das ist die neue Technologie, wird Hybrid sein oder wird Elektro sein. Und das Auto manifestiert es bei Porsche. Porsche wurde übernommen vom VW. Ja, das ist eine große Thematik gewesen, was machen die denn eigentlich, was kommt, jetzt wurde Mission E, rein elektrisches Auto vorgestellt. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich halt ein Buch über diese Geschichte des Autos. Ich mache gleich mal 3 Bücher, Bildband, Factbook und ein kleines Rowohlt-Buch. Und nicht so ein typisches Autobuch, sondern so ein Krimi, weil die Geschichte von einem Auto ist wirklich ein Krimi, wie es entstanden ist. Ich habe da den Jürgen Panda von Spiegel bekommen, der hat das Ding richtig gut geschrieben, das ist richtig eine geile Geschichte. Und eins kommt zum anderen, ich war dann noch in Island, fahre dann nächste Woche nochmal hin, habe super Typen kennengelernt, Musiker, die fliegen und Auto fahren und alles Mögliche machen und habe ein Buch über Island gemacht. Und dann habe ich die Isländer eingeladen, sind auch so autoverrückt und gesagt, hey, die wollen Auto fahren, ja. Die haben nur 4 Tage Zeit. Ich sage, in 4 Tagen kannst du echt nichts machen. Ich mache mal so eine Hardcore-Tour, 15 Pässe in 4 Tagen. Habe ich auch gleich ein Buch draus gemacht. Und da ist das Thema, ist irgendwann mal zu viel Porsche, ich wollte es ohne Porsche machen. Und da war das Thema, ich will 450 Seiten machen. Ich will das Ding richtig dick machen. Ich will Jan Baedeker haben als Autor. Der ist der Urenkel von Baedeker, junger Typ, schreibt phänomenal. Ich möchte den Leuten viel Geld zahlen, die das schreiben. Ja. Und dann bin ich zu Porsche gegangen und habe gesagt, ich brauche einfach ein bisschen Unterstützung. Und dann habe ich gesagt, warum koppeln wir das nicht mit der Historie, auch von Porsche, weil die ja auch in den Bergen groß geworden sind, Zell am See. Ich habe alte Karten genommen, ich habe mich ziemlich beschäftigt, auch mit alten Straßen, also mit der Historie der Alpenstraße, ist auch sehr interessant. Das ist ja ein super Plakat von Herbert Matter, habe ich bekommen aus New York. Und das ist ein Buch, sieht man, alte Baedekers eingescannt, alte Postkarten, so hat es nämlich früher ausgeschaut. Und da sind super Zitate drin, wie aus 1910, binden Sie bitte keine Bäume an Ihre Fahrräder, wenn Sie bergab fahren, als Bremse, ja, weil die keine Bremsen hatten. Ja, sowas entdeckt man dann. Bei Kalifornien hat man auch entdeckt, dass 1920 gab es halt Las Vegas noch gar nicht. Und haben das gekoppelt mit alten Autos. Sind aber nur 15 Autos, 15 Seiten in dem ganzen Buch von 450 Seiten. Deswegen habe ich es zusammen gemacht und natürlich die Bilder. Und was ich jedem auf den Weg geben kann, ist das, was Nike sagt, just do it. Weil das Wichtigste ist, dass man eine Idee hat und die so skizziert und dann zu jemand geht, sondern macht man es einfach selber. Das geht schon irgendwie. Und man sieht es ja an den ganzen Independent Magazines, es geht auch. Und wenn man ein bisschen Geschäftssinn hat, dann findet man auch jemanden, einen guten Partner, mit dem man zusammentun kann. Und ich kann eigentlich nur jemandem empfehlen, einfach Dinge zu machen. Vielen Dank. Ich würde meine Sachen gerne noch holen. Der da, der dich eingeladen hat, der mit den weißen Haaren, der hat ein Buch gemacht, das heißt Surprise Me, und es ist ein Standardwerk über Magazin machen. Das habe ich, ja. Das hast du, ja. Und das machst du genial. Ja, ja, unglaublich, Wahnsinn. Also, wie man es schaffen kann, mit Magazinen so zu überraschen, dass es wirklich tief geht.
wusste es vorher, aber dass du es noch so schön erklären kannst und dabei so lässig bist, das ist schon extra cool. Hör mir auf. Hör mir auf. Ganz große Achtung. Denn lässig muss man auch können. Ich habe eine einzige Frage und die stelle ich deswegen, weil ich befürchte, ich kriege sie hinterher wieder. Weil ich sie hatte schon mal so eine Frage. Was war die Musik in deinem Film? Premiumbeats.com, rechtefreie Musik. $24. Ja. Also ich war früher auch in einer Band, aber ich habe es nicht geschafft, irgendwas Anständiges zu machen. Okay. Ja. Danke für diese einfache und klare Antwort. Danke.